so einen Mülleimer vorbei und da steht halt einfach richtig random einfach ein Koffer. Fährt hier ein Streifenpolizeiwagen vorbei, Polizei kommt. Willkommen zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir starten fresh in den neuen Tag. Ich bin schon ready gemacht. Das heißt, wir starten fresh in den Tag. Es ist schon relativ spät dafür, dass wir jetzt in den Tag starten. Wir sind natürlich aber auch schon wieder lange wach. Wir haben jetzt gleich 20 nach 2 und um halb 2, nee, 20, doch 20 nach 2 und um halb 3 so losfahren, Corby vom Büro abholen und dann fahren wir mit Juli zu meinen Eltern. Und da wir jetzt 20 nach haben und ich um halb los muss, muss ich mir jetzt ein bisschen beeilen. Deswegen vloggen wir gleich weiter, wenn es ein bisschen entspannter ist. Okidoki, ich sitze im Auto und bin auch schon bei Corby im Büro angekommen. Juli ist wie immer am Sleepen. Man kennt nichts anderes von ihm. Und ja, wir haben 14.45 Uhr und um 14.45 Uhr sollte er auch rauskommen. Bin gespannt, wann er heute kommt. Nee, alles gut. Wir fahren jetzt, wie gesagt, zu meinen Eltern. Und ich bin schon gespannt, weil sie kennen Juli noch nicht. Und ja, weil meine Eltern jetzt die ganze Zeit im Urlaub gewesen sind und die konnten sich noch nicht kennenlernen. Heute ist also das allererste Mal. Und ich bin mega, mega gespannt. Und ja, freue mich sehr, 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 sehr doll. Jetzt warte ich aber erstmal, dass Corby rauskommt und dann düsen wir erstmal in Ruhe los. So, ihr Lieben, wir sind jetzt bei meinen Eltern angekommen und wir sind eigentlich schon was länger hier. Wir haben schon gegessen, beziehungsweise so snackmäßig. Was war das? So Fladenbrot mit so, ja, Bruschetta-mäßig. Und Juli findet es so schön hier im Garten. Er fand es ja auch schon bei Corbys Eltern mega schön. Im Garten findet er echt toll. Das heißt, wir müssen wohl öfters kommen, öfters zu unseren Eltern. Ja. Juli muss öfters Wiese und Rasen haben und jetzt ist er völlig fertig mit der Welt. Und schläft einfach. Der Arm ist richtig kaputt. Und ja, so wie ich gehört habe, gehen wir jetzt gleich noch was Richtiges essen. Und ja. Ja. Wir wollten die. Guck mal, du musst mal aufpassen, der Fokus da. Der ist jetzt die ganze Zeit auf deinem. Wenn da das. So ja, der ist auf meinem Gesicht, ist doch nein, gut. Nein, nein, nein. Das ist dieses. Du hast das angetippert. Du musst da auf das X drücken. Ich hab das angetippert? Nee. Ja, aus Versehen. Auf du musst auf das X drücken. Ja, genau, auf das. Jawohl, jetzt und ist jetzt? Wieder. Jetzt, das war Sperre. Du konntest da nicht anders fokussieren. Jetzt ist gut. Okay, okay. Wir zeigen euch gleich nochmal Monos altes Zimmer. Wir haben da nämlich ein cooles Bild gemacht, was schon online ist, wenn ihr das Video hier seht. Deswegen, hier ist der Instagram-Account eingeblendet, könnt ihr mal abchecken. Wir haben so auf Oldschool-Feeling und sie hat ein bisschen was ja, so erzählt. Und wir zeigen euch das gleich, aber auf jeden Fall noch das Zimmer. Ne? Yes. Oder? Das ist schon eine coole Sache. Ist schon eine coole Sache. So, wir sind jetzt bei McDonald's. Wir essen alle noch zusammen was. Ihr könnt gut reden, alles gut. Und ja, Mann. Nee, das voll nicht. Das Kack-Video. Jetzt kannst du es neu schneiden. Ich habe ein Filet au Fisch, wie immer, und eine Pommes und Schatzi hat ein Salat. Man glaubt es kaum. Und ein Wrap. Dann darf ich einmal abbeißen. Mhm. Mhm. Super. Und Juli liegt da unten. Und knabbert eine Stange. So, Ladies and Gentlemen, wir haben euch jetzt gar nicht mehr das Zimmer gezeigt. Ne? Tut uns sehr leid. Wir sind jetzt gerade angekommen bei einem Feld. So ist das Instagram-Game. Wir sind vorbeigefahren. Mona hat gesagt, halt! Stopp! Da will ich ein Foto machen! Und es sieht auch wirklich gerade traumhaft aus. Deswegen machen wir jetzt hier ein exzellentes Foto. Ich finde diese Dinger so eklig. Ich saß als Kind mal drauf und ist eine übel fette Spinne auf meinem Bein langgelaufen. Oh Gott, direkt Paranoia geschoben. Wirklich. Naja, jetzt machen wir erstmal ein schickes, schickes Foto. Oh, wie schön er aussieht. Oh mein Gott, können wir einen Thumbnail machen so? Wie schön. Ah, okay. I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. No, I'm not innocent. You deserve a better man. But let me just hold your hand once more. Ooh, 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 I wanna take you out. So, ihr Lieben, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Wir sind hier, wir haben Besuch bekommen. Hallo, 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 keiner hört mir zu. Hallo, 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 hallo. Wir haben ein bisschen Besuch bekommen. Der Niklas und Josie sind da und wir müssen euch eine todeskuriose Geschichte erzählen. Aber wir sind gerade hier mit Juli am Spazieren und auf einmal gehen wir in so einem Mülleimer vorbei und da steht halt einfach richtig random einfach ein Koffer. Einfach so und ich sag so, was ist denn das für ein Koffer? So ein richtiger Oldschool alter Koffer. Und wir alle wirklich direkt so, was soll das? Panik, was weiß ich. So, und keine Ahnung, man weiß ja nicht. Ich sag das Wort jetzt aber wirklich nicht.
Ich sag das Wort nicht wegen Werbefreundlichkeit, weil wenn ich das Wort jetzt sage, dann ist das Video direkt gelb. So, man vermutet da ja immer so gewisse Sachen drin, ne? Dann macht's bumm, so. Klamotten? Gold. Nein. Nein, aber so, ihr wisst, was wir meinen. So. Und ich sag so, ey, das kann doch jetzt nicht sein, warum steht der da so komisch und so? Und dann sag ich so, okay, rufen wir einfach die Polizei, die sollen sich das angucken und wenn es nichts ist, ist es nichts. Aber wenn was ist, dann ist es so, ne? Haben wir vielleicht eine gute Tat gebracht, gemacht. Es war relativ nah an unserer Wohnung. So. Ja, genau, es war relativ nah an unserer Wohnung und genau in der Sekunde, wo Mone die Polizei anruft, fährt hier ein Streifenpolizeiwagen vorbei und Mone sagt so, ja, okay, nee, alles gut, wir brauchen nicht, Polizei kommt. Ich halte die Herren so an, ich mach so, ja, langsam fahren. Entschuldigen Sie bitte. Ja, ja, ich hab den aus 100 Metern so gewunken und hab dann noch so gemacht, also so diesen so, und die wollen einfach weiterfahren. Ich so, hallo, können Sie kurz anhalten so? Und dann sagt der Kollege so, wollen Sie uns was zu einem Rollstuhlfahrer sagen? Ich so, nee. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen. So einen suchen wir nämlich. Ja, genau. Und dann sage ich, so einen suchen wir nämlich. Ich so, nee, sorry. Und dann sage ich so, ja, da vorne, es hört sich kurios an, da vorne steht ein Koffer. Und er sagt so, ja, gar kein Problem. Überhaupt. Auf dem ganzen Planeten, wenn man ehrlich ist. Ne? Selber wirklich größten Respekt, der Kerl. Der nimmt den Koffer, also geht zum Koffer, tippt ihn so mit dem Fuß so an, bing, bing, bing. Okay. Nimmt den Koffer und macht so. Und wir vier stehen so alle so ein bisschen weiter weg und so. Und dann nimmt den Koffer so und schlägt den so auf die Mülltonne drauf, wo das so neben stand. Schlägt so drauf. Okay, macht so klipp, klipp, klippt den so auf. Nee, Entwarnung, alles gut, ist nichts drin und so. Und ich dachte mir so, yo, alles klar, bester Mann. Und dann ist noch ein auf der Straße lebender Mensch vorbeigekommen. Und dann sagt er so, den Koffer mitgenommen. Möchten Sie den Koffer haben? Und er so, ja, klar, und mach ich. Und danach sagt er so, boah, war ich aber jetzt mutig, ne? Und wir so, ja, Wahnsinn. Ey. Der hat uns alle in die Luft jagen können. Stell dir mal vor, das wäre sowas mit so 1000 Meter Radius gewesen. Ja, so. Jetzt hast du das B-Wort gesagt, aber ich werde es auf jeden Fall zensieren. Ja, pieps raus. Pieps raus. Nagelbürste meinte ich. Ja, Bürste, genau. Ja, der sagt das Einfachste, sein Leben so. Ganz, ganz crazy, Alter. Ja, Spaß. Naja. Wir sind auf jeden Fall gerade mit Juli eine Runde unterwegs zusammen alle und laufen jetzt noch ein bisschen durch die City. Ne? Nach dem Schock. Hier lang? Ja, und hier lang? Oh Manno, genau in der Sekunde, wo ich angefangen habe zu filmen. Ich habe einfach gerade gefühlt, also bestimmt zwei Minuten, eine Minute auf jeden Fall, ne? War er mit seiner Leine da drum gefangelt. Und er kam nicht klar. Aber hast du gut gemacht, kleiner Mann. Ja, hast du gut gemacht. Ich filme gerade übrigens mit dem iPhone, weil die Kamera leer ist. Deswegen. Super. Ja, oh, die Augen sind so creepy. Was guckst du? Wenn man blitzt. Die sind so rot. Ja, die sind übelst Laser. Juli! Da siehst du es. Boah, sind die, Alter. Zeig mal. Schau mal. Alter, krasse Laseraugen. Sag mal, ja, ich bin krass. Also blau. Alter, krass. Die Augen sehen so sind heftig ja aus. Rot, oder? Ja. Oh mein Gott, krass, der ist so cool. Nein. 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 Okay, ich mach die Aufnahme wieder aus. Besser ist es. So, guten Morgen, ihr Lieben. Ich vlogge gerade mit dem Handy. Also nicht wundern, falls es irgendwie nicht so eine gute Qualität ist, aber. Oh, Entschuldigung. Beide Kamera-Akkus sind einfach komplett leer. Da geht gar nichts mehr. Ja, deswegen muss das Handy jetzt herhalten. Ich habe heute nicht so gut geschlafen, aber was länger geschlafen. Also ich bin relativ oft wach geworden die Nacht. Ich weiß auch nicht. Wir haben jetzt, ich glaube, gleich 10 Uhr. Ich war um 8 natürlich schon mal wach mit Juli draußen. Er hat schon sein Fressen bekommen. Danach sind wir nochmal hoch, weil es mir wirklich so schlecht ging. Haben wir beide uns jetzt noch was hingelegt. Dann doch wieder runter, nochmal raus, dann wieder hoch. Und ach, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Es war irgendwie ganz komisch. Ich finde es so komisch, wie ich das Wort Komik ausspreche. Komisch. Naja, auf jeden Fall habe ich dann die Nacht auch mega, mega schlecht geträumt. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn in so einer Nacht so mega der Wurm drin ist? Dann ist alles total blöd. Und dann bin ich heute Morgen mit so starken Schmerzen wach geworden. Also mein kompletter Körper tut mir irgendwie weh. Ich weiß nicht, alles, wenn ich das hier so anfasse, tut das irgendwie mega weh und... Ich weiß auch nicht, mir ist sehr schlecht. Heute ist kein guter Tag.
Ach, mein Gott, jetzt gucke ich die ganze Zeit da unten rein. Ich muss halt da reingucken. Ich habe die Kamera unterm Handy stehen. Und jetzt denke ich die ganze Zeit, ich muss in die Kamera reingucken, aber ich gucke da rein. Okay, ja, das war's auf jeden Fall mit dem Vlog. Ich hoffe oder wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Heute ist Donnerstag, heute haben wir wieder einiges vor. Wir haben die letzten Tage irgendwie mega viel vor uns hergeschoben. Also so Briefe zur Post bringen, Pakete zur Post bringen und so eigentlich Kleinigkeiten, aber die eigentlich erledigt werden müssen. Und das haben wir jetzt die letzten Tage immer so, ach komm, machen wir morgen. Komm, lass morgen machen, so. Und jetzt steht das halt heute alles an. Ja, deswegen ist heute viel zu tun. Immer dann, wenn es einem nicht so gut geht. Ich hasse es. Aber na gut, kriegen wir schon hin. Wir vloggen natürlich, wie immer, jetzt gleich auch direkt weiter. Aber erstmal muss ich den Akku von der Kamera laden gehen, sonst geht hier gar nichts mehr. Und ja, wir hoffen natürlich, dass wir euch im nächsten Vlog wieder dabei haben und wiedersehen. Und damit das natürlich auf jeden Fall passiert, könnt ihr uns hier unten sehr gerne kostenlos abonnieren und natürlich nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und dann würden wir uns auch sehr über einen lieben Kommentar freuen. Wir sind immer sehr aktiv in den Kommentaren unterwegs und lesen uns alles durch. Und ja, über ein Däumchen nach oben würden wir uns auch freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog. Im Namen von mir und Kobi, wir haben euch ganz so lieb. Tschüss!